Ja, servus und guten Abend zur Folge Nummer 46 schon im Live-Bar-Talk. Diese Woche geht es um die 25-Stunden-Woche, also nur 5 Stunden pro Tag. Dementsprechend haben manche von uns heute eigentlich schon Feierabend und genau das wollen wir dann gleich klären. Servus, Erich. Moin, Hi. Kai. Hi, Andreas. Moin. Ja, kann man gut unterscheiden, Patrick, oder? Die Du meinst Andrease. Andreas und Andreas? Ja. Servus übrigens. Hallo. Hi. Habt ihr gut hergefunden? Ja, du hast ein bisschen Stau gehabt, ne? Aber sonst ging es ganz gut. Elbtunnel ist Ja, immer das Gleiche, immer ne? dicht Also jetzt. Der Deckel wird gebaut, ne? Das dauert halt. Also, ja, was willst du kein machen? Sehr schön. Haltet da draußen eure Getränke bereit. Es geht los. Andreas Karl, was hast du Nettes zum Trinken mitgebracht? Ja, ich war so ein bisschen drauf und dran, mich meinem Namensvetter Andreas anzuschließen und auch guten Wein aufzumachen. Das halte ich eigentlich dem Anlass entsprechend, hätte ich das für angemessen empfunden. Aber um auch so ein bisschen zu transportieren, wofür wir in Norddeutschland stehen, habe ich mal so ein echtes Dithmarscher Pilsener mitgebracht. Ne? Also klar, rein und echt, so wie wir im Norden halt so sind. Ne? Erich, würdest du das bestätigen? Ja. Ja, das ist so, ne? Wir sind da ganz klar und deutlich. Ich habe heute mal nicht die Kühe mitgebracht, aber das Bier zur Krise Corona. Ja, ich wollte mir eigentlich einen Gin Tonic mixen, aber ich habe das zeitlich nicht mehr geschafft und das braucht ein bisschen Zeit und Ruhe, um so einen tollen Gin Tonic zu machen. Von daher ist es heute mal das Corona-Bier. Ah, merkt ihr? Er hatte auch keine Zeit, um sich einen Gin Tonic zu machen. Man kommt da irgendwie, glaube ich, wenn man so viel Zeit hat, bekommt man Stress. Herr Nee, Zeisler, das. was gibt's bei dir? War Ich nicht habe heute vorbereitet, einen ne? Rosé dabei, und zwar vom Amalienhof. Der ist da oben, ein bisschen oben, also hat man sieht's natürlich nicht. Und zwar ein Steinberg-Rosé. Was ist denn bei Und dir da oben? ja, Also bei mir ist oben da oben, ihr Schleswig-Holstein. habt es jetzt leider. Was? Nee, oben auf dem Berg. Bei Ach uns so, auf dem auf dem Berg, Berg. Die haben da. keine Berge, wir haben Fünf Deiche. Kilometer. Ihr habt keine Berge. Nee, bei uns da oben auf dem Berg, 5 Kilometer. Und sehr, sehr leckerer Wein. Und ich hoffe, ich gehe davon aus, wird man dann am Schluss merken. Patrick, bei dir. Ja, bei mir gibt es mal wieder was Fruchtiges, die Mango Roots Fruit IPA. Ich spare mir die butschige Aussprache des spanischen Brewers und freue mich auf was Fruchtiges mal wieder. Kai? Ich habe keine Ahnung, was ich trinke. Ich halte es mal hier in die Kamera. Irgendwas Rosé-mäßiges. Ach, da Kann passt es. man es. Ach komm, jetzt könnt ihr es lesen. Jetzt, jetzt. Dein Sieht Gesicht aus wie muss ein weg. Oh. Embryo. Ah, Hahn. Nicodemus. Ja. Und möglicherweise brauche ich da davon die ganze Flasche heute. Wenn das mit Okay. den 25 Stunden sich bewahrheiten sollte. Challenge accepted. Also. Ja. Ja. Zum Prost. Zum Wohl. Oder Zum Prost. Wohl. Prost, mein Jung. Prost. Prost. Wie ein Freund. Wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Ja, da, du Einer könntest ja geht glatt noch. bei so einem Werner-Film mitmachen. Das passt Ja, schon ja. so Der Arzt hat gesagt, ich soll tonnagemäßig. nicht. Ja. Nix für ungut. Der Tang, der trägt nicht. Dann, Geh mal in den Keller gucken. also ich bin jetzt auch völlig irritiert, weil der Geschmack, ne, Weintraube auf der Zunge hier anstatt Bier, die letzten Folgen, die letzten zwei, völlig irritierend. Ja, bei uns gibt Patrick, es bist halt du nicht nur bereit? Bier, ne? Also. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Patrick, bist du bereit? Na klar. Ja, wie sollte es anders sein? Wir müssen natürlich über das Thema OVH mal sprechen, denn da ist ja so ein bisschen was abgebrannt, trotzdem man ja
sich mit Wasserkühlung der Server rühmt. Aber es ist natürlich eine bittere Bilanz, glaube ich, für das ganze Thema Cloud. Also es hat bestimmt jeder mitbekommen, was da passiert ist, aber wie es passiert ist, weiß man eben immer noch nicht. Es sind ja da mindestens 2 von 4 Rechenzentren komplett lahmgelegt worden und ein bisschen was wurde jetzt irgendwie wieder angefahren. Aber es wurde eben tatsächlich von einigen, gerade auch im Spieler-Gamer-Umfeld oder auch im Open-Source-Umfeld, wurden Dinge zerstört, weil eben die Backups irgendwie im Rechenzentrum weiterlagen, was genauso den Flammen zum Opfer gefallen ist. Überschrieben hat es die ICT hier tatsächlich mit bitterer erste Bilanz und ich glaube, das kann man wirklich nur unterschreiben. Das ist keine gute Presse für das ganze Thema Auslagerung, für das ganze Thema Cloud und ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, aber wir haben definitiv Anfragen zu dem Thema bekommen. Wo liegen eigentlich unsere Backups und könnte uns das auch passieren, wenngleich wir keine Kunden bei OVH untergebracht haben? Aber ich finde das einen herben Schlag in die Magengrube. Absolut. Und wer die Bilder gesehen hat, also ich sag mal, klar, an dem Tag schon, da fährt es einem ja wirklich eiskalt der Rücken runter. Auch wir sind da tatsächlich in Konsolidierung, ob irgendwelche Backups in einem Rechenzentrum zusammen sind, weil sowas möchte ich auf jeden Fall auch bei unseren Kunden tunlichst vermeiden. Also ich fand 2 Sachen, also eine Sache erschreckend, die Bilder, das sieht eher so aus, also ich will da niemandem zu nahe treten, aber das sah jetzt nicht super professionell aus, auch wenn das Rechenzentrum wahrscheinlich super professionell ist oder war bis zu dem Zeitpunkt. Aber von außen machen die Bilder mir jetzt keinen Eindruck, als möchte ich da meine Daten liegen haben. Ja? Also ich habe mir tatsächlich das, ich sage jetzt mal nicht das erste Mal, aber doch schon deutlich mal wieder Gedanken gemacht, wo sind denn eigentlich die Rechenzentren, wo stehen die und wo sind die untergebracht? Wir kennen diese Experimente von Microsoft mit dem Tank, der da versenkt wurde vor der Küste und so weiter. Und die zweite Geschichte, die in dem Artikel wird es ja auch nochmal angesprochen, Stichwort Notfallplan. Das sollten wir halt als Systemhäuser, Managed Service Provider auch überhaupt nicht in den Hintergrund treten lassen, auch wenn wir irgendwo im Cloud, im Rechenzentrum irgendwie Leistungen anmieten. Wir brauchen trotzdem den Notfallplan, falls das Rechenzentrum ausfällt. So aus welchem Grund auch immer. Ja. 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 Den zweiten Teil, den ich nochmal mitgebracht habe, ist natürlich das Thema Exchange Server. Das ist ja auch was da weitreichendere Folgen hatte für viele, die noch mit On-Premise Exchange an der Stelle unterwegs sind. Das wurde ja auch nochmal recherchiert. Warum hat das so lange gedauert? Also da gibt es auch nochmal einen entsprechenden Artikel dazu. Aber viel interessanter fand ich noch das Thema, dass diese Proxy-Logon-Geschichte natürlich jetzt auch ausgenutzt wird von weiterer Ransomware. Nicht weiter verwunderlich. Also da auch weiterhin einfach nur die große Alarmglocke zu gucken, was auf den eigenen Exchange-Servern vielleicht noch abgeht, wann wurde gepatcht, was ist vielleicht noch an Ransomware dort installiert, findet sich auch im ICT-Artikel drin, eben das Thema Fahrplan an der Stelle, was man wirklich tun sollte, auch das Ganze eben untersuchen, bestimmen, ob alles gepatcht wurde und dann im Zweifel tatsächlich eine Incident-Response-Spezialistenfirma damit beauftragen, dafür zu sorgen, um zu gucken, ob wirklich alles weg ist. Und als letztes, weil ja Exchange Online nicht betroffen war von dem Thema Hafnium, hatten wir einen mysteriösen Bug in Exchange Online, respektive in Microsoft 365, der mysteriöserweise Dateien hat verschwinden lassen im Zusammenhang mit der kleinen Outage in Sachen Azure AD. Meine Kunden hat es nicht betroffen. Habt ihr davon was mitbekommen? Bis jetzt nicht. Nee. Ich finde in dem Zusammenhang, also in allen 3 Artikeln eigentlich nochmal hervorzuheben, dieses Thema Backup, ne? Also wirklich Datensicherung, anderes Rechenzentrum. Und ich finde auch bei dem zweiten Artikel nochmal wegen dem Exchange, habt ihr mitbekommen mit Acer, die da offensichtlich massiv unter Beschuss stehen, wo man mutmaßt, dass es über die Exchange-Lücke kam? Ja, 50 Millionen war das, glaube ich, ne? Letzter Stand. Ja. Er bietet mehr. Aber was man doch in den letzten Tagen, und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir persönlich schon ein Stück weit Angst, sieht, erst die Hafnium-Schwäche, dann haben wir das Thema mit OVH, das abgebrannt ist,
dann haben wir ein, zwei Tage plötzlich das Thema, dass Azure AD und die Authentifizierung nicht mehr richtig funktionieren. Kurz danach können sich plötzlich ganz komischerweise einige User auf ihrem Exchange-Postfach stundenlang nicht mehr anmelden. Und plötzlich verschwinden irgendwelche Dinge, irgendwelche SharePoint-Dateien auf mysteriöse Weise. Also so langsam ist spooky, ne? Wir sind da so mittendrin im Krimi, finde ich. Die Problematik mit der Anmeldung muss man sich aber auch vergegenwärtigen, dass gegenüber Kunden man das total gut erklären kann, finde ich. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, dass wir einen Domain-Controller bei einem Kunden mit so einem Bug versehen hätten, das hätten wir nicht in 2-3 Stunden gelöst. Keine Frage, keine Frage. Aber trotz allem ist es häufen sich die Ausfälle auf cloudbasierten Diensten. Und das macht natürlich für so Anbieter wie uns, die viele, viele cloudbasierte Dienste und eben auch SaaS-Dienste anbieten, ein Stück weit schwächer in der Position, diese Dienste zu verkaufen. Auch wenn die Dienste viel, viel besser sind wie die On-Prem-Dienste, keine Frage. Gut. Es trifft halt immer gleich eine ganze Menge. Das ist einfach so die Quintessenz. Ja. Deswegen fällt es mir auf. Und jetzt genug mit den News. Wir müssen schnell zum Hauptteil übergehen. Wir haben wenig Zeit. Erich ist unter Druck. Ich habe Feierabend. Der hat überhaupt keine Zeit mehr. Die ist vorbei, die Woche. Ich muss nur bei Clubhouse nachher sagen, weil ich ja eine weitere Session habe. Von da habe ich schon ein bisschen Druck, ja. Herrlich. Also, ab zum Hauptteil. Die 25-Stunden-Woche, so sind wir auf euch beide aufmerksam geworden. Ich glaube, über einen Artikel oder ein Interview, das Andreas mit dir, Erich, geführt hat, meine ich. Ich glaube sogar auf der Webseite von dir, Andreas. Erzählt mal ein bisschen was zu euch. Zwei Sätze, keine 5 Aufsätze, 2 Sätze, Andreas. Soll ich mal beginnen? Genau. Also, ich bin Personalberater. Oder wie ich das auch nenne, Hard Hunter. Und wir setzen bei dem Thema sehr auf Nachhaltigkeit. Und seit 2,5 Jahren beschäftigen wir uns ergänzend zu diesem Feld auch mit Themen der Arbeitgebermarke, weil wir die Notwendigkeit erkannt haben, dass es heute nicht mehr reicht, mit Stellenausschreibungen, die fachliche Attribute beinhalten, Menschen zu gewinnen, sondern da muss mehr kommen. Begeisterung, Emotionen, deswegen halt auch Hard Hunter. Ich nenne das Ganze Sinnwerken. Vielleicht. Das war auch, glaube ich, das neue Brand von eurer Company so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also zweiter Brand sozusagen. Karl und Konsorten und Sinnwerken bezeichnet letztendlich Stil, Haltung, eigentlich alles so, wie man heute mit Menschen im Arbeitskontext umgehen sollte und sich verhalten sollte. Genau. Also es ist wirklich ungewöhnlich, ne? Also dass das auch von mir kommt, aber ich habe das Gefühl, ich kann das Geräusch nicht so ganz richtig nachvollziehen, aber das liegt vielleicht auch an meinem fehlenden Bart. Möglicherweise, Andreas, kratzt dein Mikrofon an deinen Bartstoppeln. Ach was, jetzt besser? Vielleicht, Erich, wer bist du? Wer bin ich? Ich bin erstmal zum Namen her Erich Erichsen, mittlerweile eine Marke, glaube ich, geworden, mein Name, in der 3. Generation, Steuerberater in der 2. Generation und bin im Prinzip in der Steuerberaterbranche der Initialgeber und Initialzünder der 25-Stunden-Woche bei vollem Gehalt. Das haben wir seit 2020 offiziell im Programm, seit 1.1. Und ich bin eine digitale Steuerkanzlei. Andreas kenne ich als Büronachbarn und dann, nachdem er Büronachbar geworden ist, ist er mein Mandant geworden. Ich habe ihm zur Einweihung einen wunderschönen Gin geschenkt, den wollte er mir letztens zurückschenken. Ja, da habe ich gesagt, den habe ich dir doch geschenkt. Da hat er es gelassen. Hat er vergessen. Daher kennen wir uns und wir haben halt bei mir, ich habe meine Kanzlei jetzt ja komplett modernisiert umgebaut und unser Archiv gibt's halt nicht mehr, weil wir keinen Akt mehr haben und haben da einfach ein Filmstudio eingerichtet. Das hat sich so ergeben und das hat sich so erweitert und da haben wir halt mit Andreas eine Sendung gemacht zu seiner Firma Sinnwerken Meetup und in dem Zuge bin ich interviewt worden und darauf seid ihr wahrscheinlich aufmerksam geworden auf dem Video da auf seiner Website. Und ja, also ich bin nicht nur Steuerberater, sondern ich habe auch ein eigenes Studio mit einem professionellen Kameramann an der Seite und wir vermieten das auch und also wir machen so ein bisschen in allen Ecken und Kanten, was so medial ist, sind wir unterwegs.
Leute, ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, dem Erich zu sagen, dass wir keinen Werbeblock haben, Mann. Mann. Also, ja, Andreas hat keine Leitung gerade. Dann führen Andreas Karl und Erich Erichsen eigentlich führen keinen Weg dran vorbei. Ja, genau. Nee. Und wie gesagt, die 25-Stunden-Woche hat riesiges, hat riesige Aufmerksamkeit in der Steuerberaterbranche aufgerüttelt. Wir haben auch da, glaube ich, viele neue Gedanken angestoßen. Ich würde mal so behaupten, es gibt wenige Kollegen, die mich nicht kennen. Irgendwie haben sie alle zumindest von der 25-Stunden-Woche gehört. Ja, und so sind wir halt unterwegs, ne? Und bringt Spaß. Also, ich finde das auch mal cool, wenn die Wettbewerber mich kennen, aber damit verdiene ich kein Geld. Nee. Also ist nur fürs Ego, Erich, kenne ich. Ja. Also Umsatz macht es keinen. Andreas, du von außen betrachtet so als Personaler, HR-Mensch, so, wie siehst du das? Ist das für dich so das tatsächlich so Arbeitgebermarke, irgendwie ein Brand aufbauen nach außen, um gesehen zu werden und auch, ich sage jetzt mal, Bewerbungen oder gute Leute zu bekommen? Oder wie würdest du das von neutral, also so neutral es geht, ihr sitzt ja jetzt weiter auseinander, ne? Jetzt, ihr seid ja jetzt gerade bei dem Homeoffice, bewerten? Also, was ich aus personaler Sicht oder als Mensch, der zu dem Thema Recruiting unterwegs ist und da draußen, vor allen Dingen in Branchen, die dem Fachkräftemangel extrem anheimgefallen sind, bin natürlich immer extrem dankbar, wenn ich für Mandanten unterwegs sein kann, die irgendein attraktives Asset potenziellen Bewerbern bieten kann, mit dem man die begeistern kann. Also dieses Begeisterungsmoment ausnutzen können. Von daher stehe ich dem Thema 25-Stunden-Woche erstmal extrem neutral gegenüber, ohne das jetzt zu bewerten, ob ich das positiv oder negativ finde, auch aus Unternehmersicht. Aber das ist natürlich nicht nur ein Fund, das ist eine Rakete, um wirklich dieses Begeisterungsmoment auszunutzen und damit auch Kandidaten, die vermeintlich möglicherweise erstmal nicht daran denken, sich beruflich zu verändern, hinterm Ofen hervorzulocken. Also von daher finde ich das super. Gibt mit Sicherheit noch ganz viele andere Themen, aber Erich mit seiner 25-Stunden-Woche, holla die Waldfee, da horchen die Leute auf. Auch Steuern. Das polarisiert ja zumindest, ne? Ja, auf jeden Fall. Ein Stück weit. Genau. Hast du noch Freunde, Erich? Also ja, unter den Steuerberatern, weil die müssten doch alle Angst haben. Also du bist kein Steuerberater, Andreas, ne? Aber die müssten doch eigentlich Angst haben, Freund dass von Erich. Ja. Die müssten doch alle Angst haben, dass sich die Leute nur noch bei dir bewerben oder sagen alle, ach, pff, ey, was der Erich da macht, Luftnummer, das kann doch alles nicht wahr sein. Also, wenn du mit so einer Nummer rauskommst, also ich habe das ja nicht geplant, jetzt zu sagen, das wird jetzt die Mega-Nummer. Ich habe einen einzigen Punkt beim Start der 25-Stunden-Woche gemacht. Ich habe unserem Schienefelder Tageblatt, die habe ich mal angerufen und gesagt, was, ihr macht ja die 25-Stunden-Woche, wäre vielleicht mal Artikel wert. Dann ist der erschienen und dann ist er halt in diesem globalen Presseticker drin in Deutschland und dann hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Ja? Dann war auf einmal Alarm, alle Radiosender, Fernsehsender, Zeitungen haben sich gemeldet und dann hat das diese Rolle, diese Bewegung angenommen. Ich habe das natürlich auch gepostet in den sozialen Medien. Ist natürlich auch eine Sache, bin ich auch stolz drauf, dass ich das irgendwie so durchgezogen habe mit meinen Leuten, dass wir das machen. Ey, du hast immer Hater dabei, ja. Und du hast Kollegen dabei, die das irgendwie ganz kritisch sehen und die einfach gerne 60, 80 Stunden in der Woche im Büro arbeiten. Ja, da sage ich immer so ein bisschen salopp, ja gut. Müssen Sie halt wissen, wenn man zu Hause eine hässliche Frau hat, gut, dann arbeite ich halt 80 Stunden im Büro, ja. Also, und wenn ich halt keine hässliche habe, dann bin ich halt viel immer gerne um 13 Uhr nach Hause. Also, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen provokativ auch unterwegs, ja. Und mich hat mal jemand gefragt, was man gar ganz nicht. Merkt man nicht, ne? Nee, mich hat mal jemand auf einer Veranstaltung gefragt, was ich mit meiner ganzen Zeit so denn anfange. Und dann ist jetzt nicht jugendfrei, dann habe ich zu dem gesagt, was, ich fick meine Frau einfach häufiger, ja. Also, habe ich mehr Zeit für. Das ist immer mit dem Augenzwinkern dabei. Aber genau das will ich damit erreichen. Ich will ja, dass sich was verändert, bewegt, dass die Leute darüber nachdenken. Das muss ja nicht die 25 sein. Das kann ja auch einfach sein, dass ich endlich mal wieder 40 Stunden arbeite, ohne Überstunden. Oder vielleicht einfach mal dahin kommen zu sagen, ich mache eine 35-Stunden-Woche. So, also, das ist der Weg. Lass uns mal kurz klarstellen, mit dieser 25-Stunden-Woche, jetzt haben wir ja da so einen reißerischen Titel und wir haben den ja gern genommen natürlich, ja.
Jetzt, wenn wir von einer konkreten 40-Stunden-Woche mit Zeiterfassung und so weiter ausgehen und das jetzt runter reduzieren auf 25, ja, und wir sind jetzt im IT-Systemhaus-Umfeld und sagen, okay, hey, jetzt hat er vorher 40 Stunden abrechenbar gehabt oder 30 Stunden von diesen 40 Stunden vielleicht und jetzt macht er nur noch von 25 Stunden, wie viel macht er da eigentlich noch abrechenbar? Wie geht die Rechnung bei dir? Also, du bist jetzt kein Systemhaus, sondern du bist jetzt ein Steuerberater und sagst wahrscheinlich jetzt als Standardantwort, hey, ich fange das durch meine Digitalisierung auf, oder? Ja, das ist sicherlich einer der Gründe, wo ich das überhaupt erst möglich mache, in so eine Richtung zu kommen mit der Digitalisierung. Guck mal, das Problem ist doch einfach, ich rede jetzt mal von meiner Branche, von meiner Steuerberaterbranche, wir haben Fachkräftemangel. Und die Mitarbeiter machen alle Überstunden. Und da sagen ganz viele Kollegen, das geht nicht, wir machen schon so viele Überstunden. Ja, weil die ein Problem haben. Die haben jahrelang kein Personal bekommen oder sich nicht ernsthaft gekümmert oder einfach kein Employer Branding gemacht, das, was Andreas macht. Die haben sich einfach als Arbeitgebermarke nicht interessant gemacht und haben deswegen keine Leute bekommen. Also haben die hausgemachte Probleme. Solche Kanzleien sind gar nicht in der Lage, irgendwie unter 40 Stunden zu kommen, weil die gar nicht ausreichend Personal dafür haben. Ich habe schon immer ausreichend Personal gehabt. Wir haben digitalisiert, wir haben da Zugänge weggepuffert durch die Digitalisierung. Und irgendwann habe ich gesagt, wir arbeiten einfach weniger und effizienter und nehmen diese ganzen Zeitfresser, die es in einem Job gibt. Und die gibt es auch in einem Systemhaus. Erzähl mir doch nicht, dass die Leute hier mit ihrem scheiß Handy rumdaddeln, wenn sie dem Kunden 1,5 Stunden berechnen, obwohl sie davon irgendwie eine halbe Stunde bei Instagram unterwegs waren. Du hast also ganz viele Themenbereiche, die musst du mal ernsthaft hinterfragen. Was du da draus machst, ist nachher eine andere Sache. Aber hinterfrag mal dich selber, was sind deine persönlichen Zeitfresser als erster Punkt? Was bringt dich von der Arbeit ab? Was hält dich davon ab? Und der zweite Punkt ist, kann ich vielleicht meine Arbeit einfach nochmal intensiver gestalten, indem ich mir aufs Gaspedal drücke? Ja, weil kein Mensch arbeitet 8 Stunden 100% Lotte durch. Never. Was ich jetzt, was ich mich frage, ist, ich meine, 25 Stunden, das ist ja mal eine ganz schöne Ansage. Jetzt bist du natürlich in einer Branche, die ist, ich sage mal, international relativ wenig vergleichbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, kann man denn überhaupt im Ausland Steuerberaterdienste für Deutschland buchen? Wahrscheinlich nicht. Meinst du, dass diese 25-Stunden-Woche tatsächlich auf uns reflektierbar wäre, also auf IT-Branche, ja, automatisierbar, keine Frage. Aber wenn wir irgendwann mal in dem Bereich angelangt sind, dass die Lohnkosten so hoch sind, dass wir eben im Ausland durch viele, viele, viele anderen, die es dann eben billiger machen, zu dem Zeitpunkt ersetzt werden können, schaffen wir uns da nicht selber irgendwo die Probleme? Wie gesagt, bei Steuerberater sehe ich es ja so, vom Ausland geht da recht wenig. Ja? Ich meine, Deutschland ist sowieso, was Gesetzgebung angeht, hier begnadet für Steuerberater mit 95% der Steuerliteratur auf Deutsch. Oder 90 sind es, glaube ich. Aber meinst du, es ist adaptierbar in einem ähnlichen Umfang auch auf die IT-Branche, die quasi in den internationalen Wettbewerb oder in den internationalen Wettbewerb eintritt? Ich glaube schon. Also ich würde jetzt mal ganz gerne ein Beispiel heranführen, der es im Prinzip in Deutschland erfunden und begründet hat. Lasse Reingans, digitale Werbeagentur. Ist ein digitales Unternehmen, ist mit Internet verbunden, macht Internetseiten, sonst was, macht das seit 2007 mega erfolgreich in 5 Stunden am Tag mit seinen Leuten. Einfach fokussierter. Komisch, warum das da auch funktioniert. Ich glaube, das Problem ist doch immer, dass das bei uns im Kopf nicht stattfindet. Ich frage euch mal so ganz salopp, wisst ihr, seit wann es die 40-Stunden-Woche gibt? Gesetzlich festgeschrieben? Klären Sie auf. Nach dem Ersten Weltkrieg. Ferdinand Hanusch, SPD-Politiker, mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden hat man das ins Gesetz geschrieben, dass man grundsätzlich 40 Stunden arbeiten möchte. Es hat dann nicht gleich geklappt. Da hat man damit angefangen. Das heißt, wir reden über ein Gesetz, was 102 Jahre alt ist. Und wir reden über neue Arbeitswelten und andere Arbeitszeitmodelle. Und wir halten uns fest an diesen 40 Stunden, weil das mal irgendwann mal so gemacht worden ist. Und das ist einfach mal drüber nachdenken. Ich sag mal so, es ist ja, ich spreche jetzt mal für uns alle drei, dass wir sagen, uns ist grundsätzlich egal, es gibt keine Präsenzpflicht, wann Arbeit erledigt wird, sondern nur, es ist eigentlich nur wichtig, dass sie erledigt wird. Dass das aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Kunden
zum Thema Hotline-Erreichbarkeit und so weiter irgendwie gewährleistet sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich würde keinen auf eine 40-Stunden-Woche festnageln, wenn er seinen Job in kürzerer Zeit erledigt bekommt. Das macht ja gar keinen Sinn. Es ist natürlich fatal, wenn du sagst, oder wenn wir auch erleben, vielleicht gerade jetzt in Zeiten, wo mehr los ist, Digitalisierungstreiber, Corona und so weiter, wir haben alle wirklich richtig viel zu tun und da fällt mit Sicherheit auch mehr als eine Überstunde an. Aber es ist doch so, dass das ist ja nicht willentlich irgendwo so entstanden. Und ja, wir sind auch in der Fachkräftemangelbranche irgendwo, da können wir gleich noch drüber reden, aber wir sind ja auch in unserem HR-Monat irgendwo. Dass das Thema, naja, ich würde das auch gern anders machen können. Und ich weiß nicht, ob das alles immer nur mit der großen Keule, es ist alles, was ihr an Prozessen habt, ist ineffizient. Also das ist es irgendwo auch nicht. Da ist viel, viel Arbeit da, die irgendwo weggearbeitet werden muss. Dazu kommen eben unplanbare Sachen wie jetzt ein Exchange-Hack oder sonst irgendwo, wo du einfach sagst, sorry, jetzt sind wir einfach in einer Krisensituation und jetzt müssen wir hier Kopf runter, das muss halt irgendwo weggearbeitet werden. Also da würde ich mir wünschen, 25-Stunden-Woche, gerne, ja, aber vielleicht sollten wir nochmal 3 Schritte zurückgehen und auch deine 25-Stunden-Woche mal ein bisschen definieren. Also zu sagen, ja, wir reden über 5 Stunden am Tag und nicht 25 am Tag und die Zeit ist dann wirklich en bloc. Das heißt, wir reden nicht noch über eine Mittagspause zwischendrin, sondern ihr sprecht mehr oder weniger damit diese 5 Stunden en bloc an und es gibt auch keine Kaffeekränzchen mehr irgendwo am Wasserspender oder an der Kaffeemaschine, sondern das ist harte Arbeit am Stück und nach 5 Stunden bist du wahrscheinlich genauso kaputt wie andere nach 8. Genau, das ist im Grundsatz konkret so. Und wieso sind wir im Januar gestartet und da wussten wir nicht, dass wir ein Coronavirus bekommen? Nee, wussten wir nicht. Also wir hatten es geahnt, wir hatten es geahnt, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ist es aber tatsächlich dann gekommen, wie es also geahnt hatte schon, sagte ich ja bereits. Nein, wir sind heute nicht mehr ganz bei diesen 5 Stunden en bloc, weil wir auch alle im Homeoffice und verteilt arbeiten und das hat sich auch so ein bisschen geändert. Also die 25 hat sich so ein bisschen gewandelt in den Zeiten, wann ich wie wo arbeite, besonders im Bereich der Mütter oder der Lebens- oder der Mitarbeiter mit Kindern, die schulpflichtig sind und im Homeschooling sind. Also da kannst du einfach nicht 5 Stunden arbeiten, wenn der kleine Knirps dann mit 6 Jahren dazwischen fummelt. Das geht nicht. Also arbeitest du in anderen Zeiten. Das musste ich auch denn irgendwie als Chef so lernen. Die 5 Stunden 8 bis 13 Uhr, die kommen ja daher, dass wir gerade diese ganzen Familienmitglieder haben im Unternehmen mit den Kindern, die alle gerne mittags, die haben ja gefragt, wann wollt ihr zu Hause sein? Willst du lieber morgens bis 10 im Bett liegen und schlafen? Oder möchtest du lieber um 13 Uhr gehen und dann möchtest du vielleicht mal mit deinen Kindern wieder Mittagessen, Hausaufgaben machen und irgendwie schön in den Zoo gehen oder weiß der Geier irgendwas machen? Und daher ist es gekommen und wir haben tatsächlich 5 Stunden Rabbel-Zapp arbeiten ohne große Gespräche. Da wird über den Monitor natürlich mal kurz drüber geredet, aber es sind immer diese epischen Gespräche bei der Kaffeemaschine, in der Kaffeeküche oder andere Dinge, weiß ich, wo denn der HSV das Desaster da auseinandergenommen wird über Stunden, ja, das findet halt so nicht mehr statt. Das wird halt stringent hart durchgearbeitet. Aber nur wenn Greuther Fürth gewonnen hat. Ja, Greuther Fürth, du bist vorbereitet. Er hat recherchiert. Und und dann wird halt in der Zeit intensiv gearbeitet und auch halt mehr Gas gegeben. Und du bist, ich gebe es zu, du bist relativ K.O. nach den 5 Stunden, weil wir dann gehen. Aber dann habe ich ja umso viel mehr Freizeit, ja, die dazu kommt. Ich bin einmal nicht mehr in der Rush-Hour unterwegs, um nach Hause zu kommen, spare ich schon mal 50% der Zeit, um am Mittag zu Hause zu sein. Ich kann meine Freizeit genießen, ich kann einfach mal nichts machen und dann komme ich eigentlich morgens wieder ins Büro. Wir hinterfragen das ja mal wieder. Wir machen einmal Daily Stand-Ups, um den tagesaktuellen Lauf zu haben. Wir haben Teambesprechungen mit dem externen Unternehmensberater, 14-täglich, der also fern von mir fragt. Nicht, dass es mal heißt, ja, der Chef, der will ja die 25-Stunden-Woche, ja, der findet das toll und wir müssen jetzt darunter leiden, sondern das wird halt extern auch gefragt, steht ihr zu dem Thema immer noch? Ist es gut, ist es nicht gut? Was sind die Probleme? Sag mal, Andreas, an der Stelle, also Andreas Karl.
die Christine Detloff hat hier gerade noch einen Kommentar reingeschrieben. Was passiert ohne diese Gespräche mit dem Teamgefühl? Das liegt mir schon die ganze Zeit, wo du das erzählst, auf der Zunge. Sorry Kai, wenn ich dich unterbreche. Darfst gleich danach. Was passiert denn dann ohne dieses soziale Miteinander an der Kaffeemaschine oder? Ja, und wenn es das Rauchen draußen vor der Türe ist, weil das hast du ja dann im Prinzip bei deinen 5 Stunden nicht mehr. Ist der Teamzusammenhalt da tatsächlich jetzt noch so präsent? Kannst du da was sagen dazu? Ja, der Teamzusammenhalt ist sogar noch tiefer geworden und wir haben den Mittwoch. Und Mittwoch, das hat natürlich jetzt phasenweise in Corona nicht mehr funktioniert. Mittwochs kochen wir zusammen. Wir haben eine schöne große Küche im Büro und jeder ist reihum dran, irgendein Gericht zu kochen für alle anderen. Das heißt, der kann dann um 12 anfangen mit Küchenvorbereitung und dann brutzelt das da alles so zurecht. Und dann essen wir zusammen. Das ist freiwillig, da muss nicht jeder dran teilnehmen. Wenn jetzt jemand was vorhat, ist er nicht dabei. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir da locker 3 Stunden zusammensitzen, 2, 2,5, 3 Stunden und dann wirklich intensive private Gespräche haben, viel, viel intensiver als vorher, weil wir uns dann dafür Zeit nehmen. Und aber genau das Kochen ist keine Arbeitszeit? Ja? Nein, das Kochen ist keine Arbeitszeit. Wie viele Gänge sind das typischerweise für die 3 Stunden? Das sind 2 Gänge, Vorspeise, Nachspeise, irgendwie Salat. Das sind Hamburger, oder Currywurst. Hamburger, Englisch. Also, hast du Bock, hast zu kochen? Also und ich mache das gerne und das machen alle gerne fürs Unternehmen und das bringt Spaß und da holen wir uns in dieser Woche, an diesem Mittwoch, holen wir uns genau diese Zeiten, was gerade eben die Zuhörerin da bemängelt hat oder angefragt hat, wo bleibt das? Und wie gesagt, die kurzen Gespräche über die 2 Monitore oder 3 Monitore hinweg, die finden ja immer noch mal so eben statt, das ist auch kurze Austauschen, aber dann halt in der Tiefe nicht mehr, ja? Und da holen wir uns die soziale Zeit miteinander wieder zurück. Und das ist für die Mitarbeiter total toll. Es bringt Spaß. Wir haben alle Freude daran. Und ich muss das so erfahren. Und Andreas wird das bestätigen können, dass wir ein sehr enges Teambuilding haben dadurch. Also spannend. Also bevor wir jetzt gleich noch, ich würde gleich noch mal gerne irgendwie so in dieses wirtschaftliche Thema absteigen bei diesem oder eintauchen bei diesem bei diesen 25 Stunden. Andreas, jetzt treibst du dich ja durchaus auch in der IT-Welt rum verstärkt, ja, als Hard Hunter. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja? begegnen dir solche Modelle bei uns IT-Lern auch schon oder? Vielleicht so die milde Form davon, die 38-Stunden-Woche oder die 35-Stunden-Woche oder so. Also wir können uns das ja wahrscheinlich alle gar nicht vorstellen, dass wir so ein verkürztes Zeitmodell haben, weil wir einerseits wollen wir das haben als, wie du gesagt hast, irgendwie Branding, dass wir nach außen aktiv werden mit dem Thema und sichtbar werden. Und gleichzeitig empfinden wir Systemhauschefs und Chefinnen das ja sicherlich auch als Wettbewerbsnachteil, weil wir eben nicht so viele Stunden zur Verfügung haben an Ressourcen. Ja? Also begegnet dir irgendwas in der Richtung im Markt oder nur beim Nachbarn? Zu wenig. Also wenn man sich überlegt, dass jedes IT-Systemhaus nehmen wir das mal eine konkrete Rolle, ein Fachinformatiker für Systemintegration sucht, dann ist das ja nicht übertrieben, wenn man sagt, konservativ betrachtet, suchen 8 andere Systemhäuser in derselben Region genau diesen Mitarbeiter auch. Und auch durch unsere Tätigkeit werden die potenziellen Kandidaten werden ja nicht mehr. Das heißt, 1 von 8 oder beziehungsweise 1 von 10 Unternehmen werden Mitarbeiter gewinnen und die anderen 9 gehen leer aus. So, und was mir fehlt und was ich bisher im Systemhausumfeld, aber auch in anderen Branchen wenig wahrnehme, ist Kreativität und eine innovationsgetriebene Auseinandersetzung in den Unternehmen heraus, gibt es Möglichkeiten, dass wir uns neu erfinden, um Menschen eine andere Form der Organisation sowieso, aber auch Attribute zu liefern und anzubieten, die das, die ich sag mal, den Sex-Appeal des Arbeitgebers massiv erhöhen. Ich denke jetzt mal, man kann ja ruhig auch mal einen Namen nennen, die Firma Kutschbach. Die hat sowas beispielsweise wie ein Lebensarbeitszeitmodell, ne, wo der Mitarbeiter selber die Möglichkeit hat, einen Teil seines Urlaubs regelmäßig auch anzusparen und der wird auch in Geld bewertet und dann letztendlich auch in einen Fonds investiert. Oder ich kenne Arbeitgeber auch in anderen Branchen, in der Energiebranche, die gesagt haben,
alle 3 Jahre, also ein Mitarbeiter muss mindestens 3 Jahre im Unternehmen sein, dann bieten wir ihm die Möglichkeit, dass er 3 Monate Sabbatical machen kann, alle 3 Jahre, und investiert selber davon nur 10 Tage seines Urlaubs. Was kann der machen? Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Der macht alle 3 Jahre, hat ein Mitarbeiter die Möglichkeit, 3 Monate Sabbatical zu machen, also 3 Monate Auszeit. Ah, okay. Ja, also nur 10 Tage Urlaub. Ja. Ja, also okay. auf Norddeutsch Sabbatjahr. Okay. Für dich, oder auch ein IT-Systemhaus im Berliner Umfeld, die das schafft nichts, Andreas. Seit 3 Monaten lang. Das schafft nichts. Jetzt habe ich es verstanden. Eine Kohle, Andreas, sag's doch. Ja, nichts Geld, nichts Schaffe. IT-Systemhaus im Berliner Umfeld bietet schon seit Jahren seinen Arbeitnehmern auch die Möglichkeit, einen Teil des Urlaubs jedes Jahr anzusparen, ne? Bis hin zu, dass dann irgendwann der Arbeitnehmer sagen kann, so, ich habe jetzt genug angespart, ich mache jetzt ein Jahr Urlaub, bleibe jetzt ein Jahr zu Hause. So, das sind attraktiv, in der heutigen Zeit, für mich wäre das damals mit 25 kein attraktives Modell gewesen, weil ich habe parallel neben einer Festanstellung noch 2 andere Jobs gehabt, um ordentlich Geld zu verdienen. Aber heute, das sind andere Zeiten und die Menschen gucken schon sehr nach Aspekten, wo dieses, ich mag dieses Wort nicht, aber es existiert nun mal, ne, Buzzword, ne, Work-Life-Balance, weil, ich sag mal, die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Lebensaspekte ist den Menschen heute viel wichtiger, wie uns das vor, oder wie mir das vor 20 oder 25 Jahren gewesen ist. Ne. Hattest du dann 3x25-Stunden-Woche mit deinen 3? Ich? Ja, so ungefähr. Ich habe meiner Frau habe ich letzte Woche erzählt, gesagt, ich bin da zu so einer Online-Konferenz eingeladen, da soll ich mit Erich was über die 25-Stunden-Woche erzählen. Da hat sie zu mir gesagt, wie willst du jetzt ab Dienstags nicht mehr arbeiten? Die hatte das noch gar nicht so mitgekriegt. Ja. Also, aber dann kommen wir doch irgendwie an, also für mich spaltet sich das gerade so auf. Wir haben auf der einen Seite dieses Thema, dass wir irgendwelche Highlights herausarbeiten müssen, um im Vergleich zum Wettbewerb als toller Bewerber auf den Bewerber zu sehen sind. Ja? Also wir bewerben uns ja heutzutage eigentlich mehr auf unsere Bewerber wie umgedreht. Also das mal das eine. Mhm. Und wir müssen mit irgendwelchen Punkten in unserem Angebot einfach einen Trumpf da haben oder mehrere Trümpfe. Ja. Und das andere wäre ja quasi, was wir gerade noch gesagt haben, wo wir noch einsteigen müssen drauf, so ein bisschen diese wirtschaftliche Folgen von dem ganzen Thema. Also wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich biete jetzt Urlaub ansparen an und ich überlege mir jetzt gerade so, okay, hey, da spart jemand Urlaub an, dann laufe ich ja natürlich Gefahr, entweder auf der einen Seite Ausfalltage zu produzieren, weil derjenige irgendwann einfach überarbeitet ist. Und gleichzeitig muss ich Personal aufbauen für den Moment, wo derjenige dann spontan Urlaub nimmt und sagt, so, mein Freund, ich bin übrigens in 4 Wochen jetzt für ein Jahr weg, weil ich habe nämlich jetzt, wie viele Urlaubstage und ich muss jetzt mal los. Ja? Oder wenn derjenige kündigt und sagt, er hat was Besseres gefunden und dann seine Tage reinholt. Also ich finde das alles total sexy und cool, mich so bei den Mitarbeitern zu bewerben, bei den potenziellen. Aber mir macht es schon so ein bisschen Bauchschmerzen im Vergleich zum Wettbewerb, was ich dann da von der Last mit mir rumschleppe. Ich darf da noch eine Sache ergänzen, bevor ihr antwortet, weil wir sind ja auch hier unter Steuerberatern. Das hat ja auch eine Konsequenz, diese Bugwelle an Urlaubstagen, was das Thema Rückstellungen und sonstige Dinge angeht. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht so aus der Hüfte zu schießen, also dass du da mal eben sagst. Das ist eine enorme Finanzlast, die ich da bilden muss. Ja, wenn ich das jetzt mal, ich rede jetzt mal nicht viel von einem Unternehmen, wenn ich 5 Leute habe, dann kann ich das kalkulieren irgendwie vielleicht ein bisschen. Ja. Ich kann das mal erzählen von meiner Frau, die in einem Softwareunternehmen arbeitet. Die haben Bankensoftware auch, ich glaube nicht, dass sie von der Corona-Krise wirklich arg gebeutelt sind, aber die haben ein schlechtes Geschäftsjahr gehabt. Und da sind die ganz klar angehalten worden, Anfang November, Leute, wir wollen keinen Resturlaub haben. Wir wollen diese Rückstellung nicht bilden. Ja, das ist ja oder Kurzarbeitsthemen, ja, das genau, geht ja auch noch da rein. Das ist bilanzpolitisch für uns schlecht gerade. Also seht mal zu, wie ist mir egal, aber ihr bleibt jetzt alle bis Weihnachten zu Hause. So, und da war irgendwie die halbe Firma nicht mehr im Büro. Da hat keiner mehr gearbeitet. Ja, ob das jetzt für die Firma nachher gut ist oder nicht gut ist, das haben wir dahingestellt. Ich glaube aber, wir kommen
nicht umhin, um uns als Arbeitgeber attraktiv zu machen, besonders in unseren beiden Branchen, wo wir nachweislich ganz große Nachbesetzungsproblematiken haben. Und ich kann von meiner Welle aus sagen, ich habe keine Bewerbungsprobleme. Ja, also seitdem das Ding draußen ist, kriege ich automatisiert permanent Bewerbung. Die Frage ist ja nur die, wenn ich konkret einen Mitarbeiter einstellen will oder möchte, ob ich den Bewerber, der dann da gerade kommt, ob der überhaupt auf mein Unternehmen passt, ob der überhaupt die 25 kann, ob der nicht vielleicht denkt, naja, dann mal eben ein bisschen 25-Stunden-Woche machen und schön das gleiche Gehalt kassieren und dann ist das so. Also ich gehe eher davon aus, dass ich 1 bis 2 Besetzungen haben muss in der Probezeit, um überhaupt erst den dritten richtigen Mitarbeiter zu finden, der zu mir passt, der das auch wirklich lebt. Mhm. Weil das ist nicht die andere Kehrseite der Medaille, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das natürlich so ist, dass ich eine völlig andere Arbeitsmarktsituation habe. Also wenn ich mit Botschaften rausgehe, um Mitarbeiter zu gewinnen, mit denen alle rausgehen, ne? Also wo ich eigentlich nur über fachliche Attribute mich darstelle, dann habe ich ja den Effekt, den alle haben, nämlich, dass ich keine Bewerber habe. In dem Moment, wo ich mich aber hervorhebe aus der grauen Masse, sage ich mal so, und wirklich sichtbar werde, so wie Erich, also wenn ich nur mal sage, wir haben uns ja letztes Mal in unserem Interview auch darüber unterhalten, wie deine Zahlen, was die Initiativbewerbung angehen, erstmal ohne das zu bewerten, was das für Bewerber sind, das wissen wir ja auch im Detail gar nicht, aber signifikant nach oben gehen, dann hat das natürlich einen extremen Impact auf meinen regionalen Markt als Arbeitgeber, weil ich die Möglichkeit habe, wenn ich das gut mache und mit den richtigen Attributen versehe, das rechnen muss ich das auch, das ist völlig klar, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dann hat das natürlich auch den Effekt, dass ich nicht nur sexy bin als Arbeitgeber, sondern dass die Leute darauf drauf anspringen, dass ich auch wirklich Bewerber habe. Weil das ist ja das Dilemma, warum wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen. Wobei du ja trotzdem ketzerisch sagen könntest, Erich hat eine Sichtbarkeit und warum er sichtbar ist, könnte ja fast zweitrangig sein. Also nicht, um das jetzt zu schmälern oder sowas. Es kann ja durchaus sein, dass die Leute das mit den 25 Stunden tatsächlich, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen, sexy finden. Aber es ist ja doch erstmal auch, jetzt sagen wir, die breite, graue Masse an Steuerberatern, ohne eurer Branche zu nahe treten zu wollen, da stichst du ja nun mal raus. Fertig, aus. Und warum ist das dann noch relevant? Also ich Andreas? Ich welcher? Als Mandanten habe ich auch Steuerberater, für die ich Mitarbeiter rekrutiere. Und deswegen unterhalten wir uns da natürlich auch kandidatenseitig mit vielen Kandidaten, auch noch im Groben gesehen, in derselben Region auch noch. Und das kann ich euch versprechen, kandidatenseitig wird das wahrgenommen. Den kennt jeder. Also den kennt nicht nur jeder, weil er sichtbar ist und Erich Erichsen heißt. Das ist schon so. Erich Erichsen in der dritten Generation, das ist nicht nur ein Fund, sondern eine Pershing. Nein, für diese Botschaft. Dafür ist er bekannt. Und das hat schon eine Auswirkung. Ich finde die Botschaft ja cool. Ne? Ich meine, die 25-Stunden-Woche, die stellt ihn natürlich komplett ins Rampenlicht. Und ich denke mal, jeder von den Mitarbeitern möchte gerne die 25-Stunden-Woche haben. Auf der anderen Seite würde mich jetzt natürlich ganz klar interessieren, ich meine, du musst da jetzt nicht direkt drauf eingehen, aber wie hat sich denn das wirtschaftlich für dich entwickelt? Weil ich kann da nicht von 40 Stunden runtergehen und sagen, so, ich mache jetzt 25 Stunden. Weil mit den 25 Stunden wirst du ja nicht 1:1 die Mitarbeiter ersetzt haben, sondern du wirst wahrscheinlich mehr Mitarbeiter oder zumindest den einen oder anderen Mitarbeiter mehr gebraucht haben. Wie hat sich das wirtschaftlich entwickelt und hast du mehr Mitarbeiter oder sind es jetzt nach wie vor die gleichen Mitarbeiter, die gleiche Anzahl bei dem gleichen Geschäft? Also wir haben im Moment konkret genau das gleiche Team wie bei Beginn der 25-Stunden-Woche mit dem Effekt, dass alle Halbzeitkräfte eine Gehaltserhöhung auf ein volles Gehalt bekommen haben. Der Fairness halber, weil es einfach unfair wäre, dass die halt dooferweise einen 5-Stunden-Vertrag abgeschlossen haben vorher zu in einer klassischen 40-Stunden-Woche. Und da will ich auch nochmal einwerfen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich glaube, wir können jeden Unternehmer fragen, der Teilzeitkräfte beschäftigt und die im Verhältnis jetzt zu einer Vollzeitkraft, dass die Teilzeitkräfte effektiver arbeiten in den 5 Stunden oder 6 Stunden, die sie da im Büro sind, weil sie einfach ihre Arbeit da schaffen wollen und einfach mehr Leistung bringen und einfach auch weniger sich ablenken lassen. Wir haben das gleiche Team da wie vorher auch. Ich habe in 2020 meinen Umsatz um 20% gesteigert, entsprechend auch meinen Gewinn.
mit dem gleichen Team und wir haben trotz der Corona-Misere und wir haben ja ein Jahr gehabt, wo ich dachte, wir starten schön, alles läuft normal weiter. Nee, wir haben ja nicht nur Corona bekommen, sondern eine Mitarbeiterin von mir ist 5 Monate ausgefallen. Die haben wir wegkompensiert. Ich bin selber dann im November 5 Wochen ausgefallen. Und da haben wir tatsächlich auch, und das gebe ich auch gerne offen zu, haben wir dann, das war von vornherein auch vereinbart mit den Mitarbeitern, wenn außergewöhnliche Maßnahmen eintreten, dann müssen wir die 25-Stunden-Woche auch mal begrenzt aussetzen. Und das haben wir im November und Dezember gemacht, um halt die Arbeit dann aufzufangen. Und sind im Januar 2021 wieder mit der 25-Stunden-Woche ganz normal gestartet. Und das hat geklappt. Und ich kann heute sagen, wir haben jetzt ein Jahr lang 25-Stunden-Woche. Und wir haben immer noch Corona. Und wir haben weitestgehend Homeoffice. Und ich kann nicht sagen, dass ich dieses Projekt abbrechen würde. Eins gehört nämlich auch dazu, wenn man sowas macht. Man muss das ganz klar wollen und sich Gedanken darüber machen. Und man muss Nehmer- und Steherqualitäten haben zu dem Thema. Ja, du musst auch viel Fresse kriegen können. Du musst auch dann wieder aufstehen und weitermachen. Und das tun wir. Ich glaube, viele Kollegen von mir, die werden im Sommer eingeknickt und hätten die ganze Kacke abgebrochen. Und das war für mich keine Option und auch für meine Mitarbeiter keine Option, weil wir das als Team schaffen wollten, weil wir gesagt haben, wir probieren es aus. Wenn ich in 5 Jahren sage, das ist nicht mehr mein Projekt, dann gehe ich wieder zurück zu einer ganz klassischen 40-Stunden-Woche oder 37-Stunden-Woche. Und was passiert dann? Gar nichts. Außer, dass vielleicht 35% der Steuerberater sagen, siehste, habe ich doch gesagt, ist er gescheitert. Erich, lass uns mal kurz noch ein paar Fragen eingehen, die zwischenzeitlich hier so aufgelaufen sind. Clemens fragt beispielsweise, seid ihr dann bis 13 Uhr erreichbar oder gibt es eine Nachmittagsschicht? Nee, wir sind nachmittags nicht erreichbar. Wir haben eine sozusagen Telefonhotline wie ein Handwerker, eine 24-Stunden-Hotline. Die ist ab 13 Uhr geschaltet und da können die Mandanten, wenn Notfall ist, anrufen. Und was soll ich sagen, seit Januar haben 2 Mandanten angerufen und auf diese Nummer. Es ruft keiner an, also es ist nicht vonnöten. Gut, das sieht in der IT wahrscheinlich anders aus. Christian Scherzer fragt noch, sind es 25 Stunden oder 25 Stunden bei vollem Lohnausgleich? 25 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Genau, die Antwort kannte ich schon, macht aber nichts. Dann haben wir auch noch Christian Scherzer, wäre ein Modellwechsel, das ist jetzt vielleicht eher was für unsere Runde, von Zeit gegen Geld zum Managed Service, auch bei Mitarbeitenden denkbar, dann würden wir nicht über 25 oder 40 Stunden, sondern über Mengen reden. Das ist durchaus was, was man diskutieren kann. Also dieses Thema, was wir auch ganz zu Anfang hatten, wenn wir weniger arbeiten, können wir auch weniger Stunden aufschreiben, ist klar ein legitimer Einwand, wenn es eben ein Zeit gegen Geld Modell ist. Wenn wir wirklich eigentlich darüber reden, dass alles, was wir tun, dafür da ist, dass wir weniger Aufwand pro Kunde haben, und das ist ja der Sinn hinter Managed Service Providing, dass man an der Stelle sagen kann, bitte ruf mich nicht an, weil es läuft doch, dann denke ich, ist das ja durchaus ein legitimeres Modell, oder nicht, Kai, Andreas Z? Also ich muss eins sagen, ich meine, Christian, prinzipiell macht der Erich das ja schon genau so, ne? Also der Steuerberater ist ja das typische Modell eines MSPs. Ne? Die machen ja schon monatlich ständig ihre Umsätze. Und ich gehe schwer davon aus, ganz genau dieses Schema ist das 25-Stunden-Modell. Erich, du korrigierst mich. Ne? Also jeder von seinen Mitarbeitern hat einen Schlag von Kunden, die ihr betreut, wo ihr die Buchhaltung, was weiß ich, auch immer macht. Und ihr habt ja das Managed-Service-Modell. Wenn es einer erfunden hat, dann der Steuerberater. Wir haben es. Ich weiß im Prinzip am 1. Januar zu 95%, wie mein Umsatz am Jahresende ausläuft oder zu 90%. Plus ganz minus genau. Null. Und mir was bei uns schlecht. Auch ist, mir geht's schlecht, ja. Mir geht's schlecht. Was bei uns aber auch ist, ich habe viele Steuerberaterkollegen von mir, die das ähnlich wie ihr machen, die sagen, okay, bei uns kostet eine Buchhaltungsstunde, ich sage jetzt mal 75 oder 90 Euro, ja. Und wenn wir die Buchhaltung in einer Stunde schaffen, kostet es 90 Euro. Bei uns ist es so, ich bin da skalierbarer unterwegs. Ich habe keine Stundenhonorare für meine FIBU. Ich sage, das kostet eine Pauschale. Die kalkuliere ich vorher mit meinem Mitarbeiter ein. Und wenn wir das in einer Viertelstunde schaffen für Summe X, dann sind wir halt gut und geil, aber das ist dann halt auch, weil wir halt auch das sind. Und dann ist es aber für den Mandanten auch in Ordnung, weil er damit auch leben kann. Also das ist für uns so eine Skalierbarkeit. Wir haben natürlich auch immer wieder das Problem oder immer wieder die Diskussion, wir haben ja diese Steuerberatervergütungsverordnung. Ja, unsere Honorare werden ja, wenn man auch mal nicht glauben mag, tatsächlich vom Bundestag bestimmt. Wir haben gerade letztes Jahr wieder eine Gebührenerhöhung gehabt nach ein paar Jahren. Ja, jetzt macht das doch Sinn. Ja, das ist, das ist natürlich auch immer wieder ein Diskussionsthema, ne? Weil du halt immer irgendwo eine Gebühr. Minuten.
weil du eine Gebühr nach sonst was nimmst, ne? Wir hatten auch eine Gebührenerhöhung, aber allerdings ja, von unseren Lieferanten, ne? Ja. Okay, ist euer vielleicht Problem, wenn ihr jetzt nicht weitergebt. Ne? Ja, vielleicht noch, wenn noch die Listenpreise nicht angehoben werden, hilft uns das alle nichts. Vielleicht noch eine letzte Geschichte hier von unserem anonymen Freund Noki. Die Rechnung geht ja nur auf, wenn die Gespräche mit Kollegen, Raucherpausen und so weiter circa 3 Stunden am Tag ausmachen. Ich tue mir noch schwer damit, dass die gleiche Arbeit bei beinahe halber Zeit geschieht. Die Frage habe ich natürlich auch bei mir in der Vorbereitung im Kopf durchgespielt und habe dazu eben noch Dinge aus deinen Interviews rausgelesen, wie diese dedizierte Zeit zum Mails bearbeiten, beantworten. Also ich denke, da gibt es natürlich schon auch das Thema Produktivitätshacks, also wo muss ich an das Thema Selbstorganisation gehen und eben nicht nur Brutto-Netto-Zeit, wo wir, glaube ich, alle einig sind, dass 8 Brutto-Arbeitsstunden nicht 8 Arbeitsstunden per se sind, sondern da ist halt einfach Overhead dabei, sodass die Nettozeit eben anders aussieht und eben Sachen wie, naja, mach doch mal Mail-Client zu, ja, weil wenn du jetzt gerade nicht irgendwie in der Hotline sitzt, dann ist das vielleicht gar nicht wichtig, ob du das Mail jetzt oder in 2 Stunden bearbeitest. Mit Sicherheit gibt es Situationen, wo diese Schnelligkeit ja auch eine Differenzierung für uns ist, also ob das jetzt im Sales ist oder ob das in der Supportbearbeitung ist, aber ich glaube, insgesamt gibt es für das Thema Selbstorganisation ganz, ganz viel Daseinsberechtigung. Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen, was ihr vielleicht da auch an Hacks, wie man ja gemeinhin sagt, Prost, dann bei euch noch rausgefunden und rausgearbeitet. Prost, kenne ich. Wir haben tatsächlich diese Mails-Geschichte ist eine Sache. Das kommt aber auf die Arbeitsplatzbeschreibung des einzelnen Mitarbeiters an. Wir haben Mitarbeiter, die sich überwiegend um Löhne und Gehälter kümmern. Da gehört die Mail in den laufenden Tagesprozess dazu, weil halt immer wieder Neuerungen, Änderungen reinkommen, die ich auch verarbeiten muss. Der normale Sachbearbeiter, der guckt wirklich morgens in die Mails rein, priorisiert, checkt, beantwortet und geht dann in den Tag rein und macht das nochmal kurz vor Feierabend. Und ich kann dann, und ich habe, wir haben so ein, das ist wirklich analog bei uns, wir haben einen Blog entwickelt, wo wir unseren Tagescheck drin haben, was wir machen. Da plant jeder Mitarbeiter seine 2-3 Tage im Vorlauf, was er ungefähr macht, damit er lernt, produktiv zu arbeiten und die Arbeit auch produktiv zeitlich einzuschätzen, in welcher Qualität sie gemacht wird, in welcher Zeit sie gemacht werden kann. Und dann ist halt vielleicht eine Mail am Montagabend oder am Montagnachmittag drin und die muss ich ja nicht gleich beantworten. Die beantworte ich dann vielleicht am nächsten Tag und nehme mir dafür eine halbe Stunde Zeit. Dann ist natürlich diese Raucherpausen, die ja eben drin standen. Wir haben keine Raucherpausen. Ja? Das sagt der Mann mit der Zigarre im Firmenlogo. Ja, genau, das sagt der Mann mit der Zigarre im Firmenlogo. Aber wir haben keine Raucherpause. Wir können gerne nach 13 Uhr alle rauchen und auch eine Zigarre am Arbeitsplatz. Nein, rauchen wir auch nicht. Ich will mal ein Beispiel bringen. Das Internet, ja. Wir haben einen Mitarbeiter, jeder musste die Hose runterlassen, vor allen Leuten, was er verbrennt an Zeit. Wir haben einen Mitarbeiter, der sagt, ey, ganz ehrlich, ich gucke jede Stunde irgendwie bei T-Online rein, St. Pauli, HSV, keine Ahnung, irgendwas. Ich sage, ja, und wie viele Minuten gehen dabei drauf? Oder Greuther Fürth. Wie viele Minuten gehen dabei drauf? Ja, sagt er, 3, 4, 5, 6 Minuten? Bestimmt schon. Ja, rechne das mal auf 8-Stunden-Tag hoch. Wie viele Minuten allein für so einen Schwachsinn? Den nimmst du eigentlich gar nicht bewusst wahr. Das machst du so nebenbei. Bist du abgelenkt. Diese Ablenkung, das ist der größte Faktor der Zeitfrist, der Ineffektivität preist. Und dann kann man das tatsächlich schaffen, wenn man seine Prozesse immer wieder überarbeitet, bespricht und verändert. Und ganz ehrlich, ich habe ja Kollegen, die lieben ja EU-Komfort und Zeiterfassung und hast du nicht gesehen. Ja, die machen nichts anderes als Prozesse beschreiben von ihren Mitarbeitern. Aber wenn ich meine Mitarbeiter eine Stunde am Tag mit solchen Prozessen belege, ja, das geht halt in einem 5-Stunden-Tag auch nicht. Ich habe ganz viel Vertrauensarbeitszeit. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter laufen, dass die wollen das auch. Und dann klappt das auch. Also ich habe, Kollege Zeisler, weißt du, was gerade in mir passiert? Wir als Schwaben so, ne, können wir uns nach dem Live-Bar-Talk nochmal unterhalten, wie wir unsere Mitarbeiter zu dieser Produktivität bei 40 Stunden trimmen. Junge, da machen wir den Reibach unseres Lebens, du. Weil Kai, ich habe hier ein unfassbares Störgefühl. Aber das bin ich ja auch schon häufig gefragt worden von Kollegen. Genau dieses so, ja, wenn deine Mitarbeiter in 5 Stunden die Zeit schaffen, die sie in 8 Stunden schaffen, dann gib ihnen doch noch mehr Arbeit. Ja. Und dann habe ich auch ganz ehrlich gesagt, ja, und dann frage ich mich mal, was sind das deine Mitarbeiter? Ja, unsere Mitarbeiter machen alle 20% Überstunden, alles unbezahlt. Ja, ich sage, warum sind denn deine Mitarbeiter noch bei dir? Ich sage, die sind doch nur zu faul zu wechseln, weil sie nicht wissen, welche wenn sie jetzt
in ein neues Büro gehen, dann wissen sie nicht, was sie da erwartet. Dann bleiben sie lieber in ihrem alten Büro und ertragen die Scheiße, die sie da machen müssen, zu diesen Bedingungen, die sie da haben. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also ich muss ja mal für mich gucken als Arbeitnehmer, was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Arbeit? Es ist ja nicht nur da dumm rumzusitzen und beschäftigt zu werden. Andreas, Karl, Stichwort Employer Branding an der Stelle. Wenn wir uns das jetzt alles so anhören vom Erich, was fällt dir dazu ein? Ich habe das ja schon angedeutet. Ich würde mir von Unternehmern im IT-Systemhausumfeld viel mehr Mut wünschen, sich mal zurückzu nehmen und ohne sofort in eine wirtschaftliche Bewertung zu gehen, ihr gesamtes System mal auf den Prüfstand zu stellen und daraus resultierend mal zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, überhaupt Ideen zu produzieren, innovativ zu sein und unser gesamtes System auf den Kopf zu stellen. Weil eins ist ja auch klar, ob Erich das jetzt ist mit der 25-Stunden-Woche oder eine Firma Kutschbach mit dem Lebensarbeitszeitmodell oder ein anderes IT-Systemhaus, die sagt, der Mitarbeiter kann 50% seines Urlaubs ansparen. Das gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten. Aber ich komme da natürlich auch nur hin, wenn ich wirklich mal sage, ich lasse jetzt als allererstes mal gehe ich in einen Innovationsprozess und versuche mal neue Ideen und neue Gedanken und Ansatzpunkte zu finden, was ich Mitarbeitern heute bieten kann. Und vielleicht ist es ja auch das Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen. Ich habe in den letzten Tagen auch in Vorbereitung zu diesem Meeting, habe ich beispielsweise auch darüber nachgedacht, auch nach einer Diskussion mit einem Systemhauschef aus NRW, bei dem ich letzte Woche war. Wie kann denn ein IT-Systemhaus beispielsweise dieses Modell der 25-Stunden-Woche für sich adaptieren? Nehmen wir mal vielleicht gar nicht so eine krasse Zahl, weil manchmal nähert man sich einen Gedanken ja eher an, wenn die Zahl nicht so krass ist, weil von 40 auf 25 ist natürlich schon krasser, als wenn ich beispielsweise mal darüber nachdenke und sage, ich denke jetzt mal von 40 auf 30. Ne? Ich weiß, dass das IT-Systemhäuser gibt, die haben Mitarbeiter, der wohnt beispielsweise in Essen und hat seinen Arbeitsplatz in Herne. Der fährt morgens eine Stunde zur Arbeit und abends anderthalb Stunden wieder zurück. Und das ist bezahlte Arbeitszeit, weil der hat auch einen Firmenwagen. Und in dem Moment, wo er in den Firmenwagen steigt, fängt die Arbeitszeit an zu laufen. Der bräuchte aber eigentlich gar nicht in die Firma fahren, weil mindestens mal 85% seiner Arbeit kann er aus dem Homeoffice rein theoretisch machen. Oder der Arbeitgeber sagt, nein, ich will, dass du hier vor Ort bist. Und wenn ich das mal umrechne, diese 2,5 Stunden pro Tag, mal zumindest mal 4 Tage, sind das 10 Stunden in der Woche. Wovon reden wir? Und dann habe ich noch Sprit gespart. Das ist nur mal als Beispiel. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das ist ja tatsächlich ein Ansatz, den wir, also ich spreche jetzt mal für uns drei, tatsächlich ja schon verfolgen. Ja, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen das LinkedIn-Thema beim Kai halt so rum anschaut, ne? Ich meine, uns ist es wurscht, wo die Mitarbeiter arbeiten, von wo aus die arbeiten und dementsprechend die Arbeitszeit ist ja tatsächlich, oder die Fahrtzeit, so rum muss ich sagen, spielt bei uns ja tatsächlich keine große Rolle mehr. Was mir aber ein Stück weit wirklich im Magen liegt, ist, ich finde das Modell, diese 25-Stunden-Woche, gar nicht schlecht. Aber wir kommen aus einer Phase, wo wir ganz massiv Fachkräfte suchen, die jetzt im Prinzip, also unsere Mitarbeiter, die jetzt schon eigentlich mit 40, 45 Stunden tatsächlich nicht zurechtkommen. Und wir switchen auf ein Modell, lassen wir es 30 Stunden sein, aber es fehlen trotzdem von jetzt auf nachher 10, 15, 18 Stunden von einem Mitarbeiter. Das heißt, ich gehe von einem Fachkräftemangel, der bei mir aktiv herrscht, in einen noch krasseren Mangel, weil ich dann plötzlich sage, ja, mein Mitarbeiter arbeitet. Das sehe ich nicht. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich glaube wirklich, also okay. Punkt eins, also dieses Brutto-Netto-Verhältnis im Bereich der Arbeitszeit, glaube ich, da haben wir auch Nachholbedarf. Ganz
ganz definitiv. Okay. Also so dieses, ich kann nicht 8 Stunden fokussiert am Stück arbeiten, bin ich voll barrierig. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Das hat bei mir vielleicht vor 20 Jahren mal funktioniert, aber selbst da wahrscheinlich noch nicht so ganz so durchgängig, weil ich arbeite viel nach dem Pomodoro-Prinzip, also dass du irgendwie sagst, 20 Minuten Arbeit, 5 Minuten mal die Beine vertreten, lauter solche Sachen. Ich denke, dass wir ganz viel nachholen müssen, im Bereich unsere Mitarbeitenden zu supporten, im Bereich eben der persönlichen Organisation. Wie steigere ich meine Effizienz so, dass ich eben nicht mehr irgendwie meine Zeit mit Müll verbringe oder verzweifle im Thema Context-Switching? Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt in einem Service-Desk beispielsweise eben nicht von Ticket zu Ticket gehechtet wird, ohne irgendwie was abzuschließen, ja, um mal ein paar praktische Beispiele zu nennen. Wenn ich mich jedes Mal irgendwo durch Unterbrechungen in was Neues wieder reindenken muss, verbrenne ich Zeit ohne Ende. Und das wird sich durch die erfasste Zeit am Ende des Tages auch nicht widerspiegeln, dass ich 8 Stunden im Büro war, sondern du wirst einfach in der Situation sein, wo sind denn jetzt meine 2, 3, 4 Stunden heute hin? Ich habe nur 2, 3, 4 Stunden auf Tickets erfasst und der Rest ist tatsächlich im Context-Switching verpufft. Und ich glaube, da müssen wir auch an unseren eigenen Prozessen tatsächlich feilen und unsere Mitarbeitenden eben auch unterstützen, wie sie eben über Themen wie, lies doch bitte nur einmal die Stunde E-Mail, ja, nicht mal die T-Online-Fußballergebnisse, wen interessieren die denn, aber tatsächlich deine E-Mails, ja, also was Arbeitsbezogenes, mach das doch bitte nur einmal die Stunde und mach das Ding zu. Mach von mir aus Teams zu, nutz Fokuszeit, nutz sonstige Dinge, Produktivitätshacks, ja, auf die ich ja eben schon hinaus wollte, um tatsächlich den Arbeitstag effizienter zu organisieren und aus den Stunden, die man dort verbringt, das meiste rauszuholen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das mit 30 Stunden auch hinkriegt und würde mir jetzt tatsächlich auch ernsthaft vornehmen, das mal zu probieren. Wenn man dadurch tatsächlich eine Hotline-Zeit entsprechend besetzen kann, warum denn nicht? Also diese Produktivitätshacks und auch Erich, was du jetzt gesagt hast, okay, hey, wir reduzieren und arbeiten dafür effektiver und lassen vielleicht die Pausen an der Stelle weg und nutzen dafür mittags die Zeit mit Kids, Freunde, Familie, Freundinnen und so weiter und so fort. Alles nice irgendwie. Und ich glaube aber auch, langfristig verwässert es vielleicht wieder. Ja, also ich denke, da muss man dann auch total gut aufpassen, dass nicht aus diesen 5 Stunden am Tag plötzlich wieder die alten 8 Stunden werden, ja. Weil wir sind ja Gewohnheitstiere, wir Menschen, ja. Also Kai, welche 8? 15? Da gebe ich dir recht, dass zum Beispiel ich bin mit Lasse Reingans mittlerweile gut befreundet. Ich habe den sogar besucht in Bielefeld, um mich auch dann mal inspirieren zu lassen. Gibt's das wirklich? Und ja, Bielefeld gibt es wirklich. Mittlerweile im Internet sogar einen Hinweis, warum es Bielefeld wirklich gibt. Also jedenfalls war ich da. Ich habe irgendwie hingefunden, trotz Irrwege über Elfenland und sonst was. Ich war dann irgendwann da und habe mich mit Lasse auch unterhalten. Und der hat mir auch gesagt, dass er einen Prozess gehabt im Unternehmen, dass denn irgendwie irgendeine Mitarbeiterin mal irgendwie bis 14 Uhr gearbeitet hat. Und den nächsten Tag auch und dann bis jetzt 1:30 Uhr und das ist so ein Ansteckungs-, wie so der Coronavirus, ja, das hat sich dann angesteckt, also dann hatte der Nächste auch länger gearbeitet, also da gebe ich dir recht, Kai, da muss immer daran arbeiten, deswegen haben wir mal einen externen Unternehmensberater mit dem Team, der auch da extra drauf achtet, du musst es immer hinterfragen und was besonders wichtig für mich als Chef ist, ich muss erkennen, wann wir einen neuen Mitarbeiter brauchen. Und dazu brauche ich wiederum eine ernsthafte, echte Einschätzung meiner Mitarbeiter. Bin ich hier und jetzt am Limit in meinen 5 Stunden? Tatsächlich. Und dann muss man handeln und auch einen wieder einstellen, weil sonst holt einen die 5-Stunden-Woche ein und dann holt hintenrum der 8-Stunden-Tag dich wieder ein. Also Erich, du erklärst das ja jetzt mit, okay, die 5 Stunden sind einfach voll, es geht nicht mehr. Ich meinte tatsächlich, vielleicht zieht der Schlendrian ein. Ja, also ich schaue dann doch mal wieder auf die Webseite und schaue, was mein Fußballclub macht. Oder ich schaue doch vielleicht mal wieder ins Handy, anstatt das eben nach Feierabend zu machen. Ja? Dann habe ich wieder länger gearbeitet und dann merke ich ja als Chef, wenn alle länger da sind, also dann ist ja irgendwas nicht rund. Ich frage auch, wenn jetzt einer sagt, ich gehe heute um 2 oder um 2:30 Uhr, dann frage ich auch, warum bist du jetzt heute länger da? Ja, ich möchte heute diesen einen Prozess fertig machen, weil ich möchte nicht nochmal wieder damit morgen von vorne anfangen. Und dann kann er meinetwegen am nächsten Tag auch gerne dann 1/2 Stunde früher gehen oder 1 Stunde. Also da bin ich jetzt auch total flexibel. Man muss aufpassen. Man muss gucken, dass alle dabei bleiben. Und deswegen musst du
reden miteinander. Das ist nämlich ganz eminent wichtig, dass du dich in dem Team nämlich immer wieder unterhältst über das Thema, austauscht und dass alle auf einer Augenhöhe arbeiten und nicht nur ich als Chef ein Produkt haben möchte, was so toll ist, ja, und alle anderen schleife ich hinterher. Das muss wirklich Arm in Arm gehen. Wobei du die Arbeitslast, die sich mit den Mandaten verbindet und die Wertschöpfung, die daraus resultiert, ja ganz gut einschätzen und auch kalkulieren kannst. Das ist, glaube ich, auch noch einer der Unterschiede zu eurem IT-Systemhausgeschäft, wo das manchmal gar nicht so klar zu definieren ist, weil irgendwie Probleme auftauchen, die in der Technik stecken. Ne? Das ist ja als Steuerberater schon wahrscheinlich ein bisschen überschaubarer. Ne? Also ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich zu uns selber ist als ITler, wir können das schon auch steuern, denke ich. Wir können schon mehr abfangen durch Planung. Wir können Unvorhergesehenes durch Bereitstellung von Arbeitskraft, die eben was produziert, arbeitet und nichts Zeitkritisches macht, wo dann auch unterbrechen darf, sicherlich genauso bereitstellen und in Zukunft planen. Ja. Also die Verteidigung ist schlecht von uns ITlern an der Stelle. Ja, ist sie definitiv, weil ja Erich auch gesagt hat, naja, wenn besondere Situationen eintreten, dann muss man das Konstrukt auch mal aufweichen. Und ich glaube, wenn jetzt eben ein Hafnium Exchange Hack um die Ecke kommt, dann ist das genau so eine Situation für uns, wo man die eben mal aufweichen muss. Aber ich denke auch, wir würden uns selber belügen, wenn wir sagen, das ist so gar nicht planbar. Wir arbeiten auf dieses MSP-Modell schon eine Weile hin und eben auch da aufgrund von Statistiken etc., wo du einfach sagen kannst, ich habe einfach im Schnitt pro Endpunkt pro Monat so und so viele Stunden aufgewendet. Das wird diesen Monat nicht sonderlich anders sein. Also du hast da auch schon eine Planungsmöglichkeit, einfach mit deinen Kennzahlen zu arbeiten. Jetzt für dein Unternehmen, das muss gar nicht irgendwie Industriestandard oder sonst irgendwas sein. Von daher denke ich schon, dass wir uns da ein bisschen besser selbst reflektieren sollten. Vielleicht nochmal auf dieses Buzzword Employer Branding nochmal kurz reinhacken. Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie Marketing. Ja? Marketing, dass wir attraktiv sind als Arbeitgeber. Ja? Der Andreas Karl schüttelt schon so halb den Kopf. Ja, bleib mal dabei. Wir hatten es heute Morgen drüber, ne? Ja, bleiben wir mal kurz dabei. Also meine These wäre ja, okay, vielleicht noch, wir sagen noch, okay, so ein bisschen eine Identifikation mit diesem Branding, das wir aufbauen, mit diesem Marketing. Und dann fahren wir noch eine gewisse Content-Strategie da dabei. Und über den Weg kommen wir dann auch zielgerichtet zu Kunden, die uns cool finden, weil das ist ja dann das Abfallprodukt. Ne? Wir fahren eine coole Strategie, was das Employer Branding angeht und wie wir dann nach außen damit umgehen, wie wir Content produzieren, wie wir uns darstellen für Bewerber, aber auch für die eigenen Mitarbeiter. Und gleichzeitig, Erich, kriegst du wahrscheinlich über den Weg auch neue Mandate. Das heißt, das geht ja so Hand in Hand. Also dieses Highlight, diesen Leuchtturm, den wir da aufstellen und sagen, hey, ich mache hier 25 Stunden oder ich gehe her und sage, hey, ihr dürft einfach überall arbeiten, wo ihr wollt, Skifahren, Berg, Kiten, mir wurscht, ja. Dann spreche ich doch ganz gezielt auch diese Menschen an, die da Bock drauf haben und die anderen, die vielleicht strukturiert am Arbeitsplatz sitzen wollen, 9-to-5, die kriege ich da damit gar nicht, weil die haben gar keinen Bock auf diese flexible Mischte. Ja? Also Andreas, was begegnen dir da noch für Sachen? Also jetzt mal unabhängig von dem Klasse-Modell vom Erich, gibt es da mehr noch? Also was Unternehmer, und das habe ich früher auch, bevor ich angefangen habe, mich intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wenn ich Employer Branding gehört habe, habe ich an Personalmarketing gedacht. Ich hatte im Kopf, ich beauftrage als Unternehmer eine Werbeagentur, also eine Marketingagentur, und die sorgt dafür, dass mein Außenauftritt attraktiver wird, dass die Website gut aussieht und dass möglicherweise auf sozialen Kanälen das Ganze auch attraktiv nach außen erscheint. Seitdem wir uns ab 2019 sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, warum das eine IT-Systemhaus viel Erfolg hatte bei der Rekrutierung von Mitarbeitern und bei dem anderen bis hin zu einer Verunmöglichung überhaupt Mitarbeiter zu gewinnen, sind wir immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, festzustellen, dass es gar nicht erstmal die Herausforderung ist, zu sagen, wir machen Personalmarketing im Sinne einer Kreation und Entwicklung von Marke und alles ganz schick und toll und schön die Hauswand anmalen
und das Ganze in Sichtbarkeit und Reichweite nach draußen zu transportieren. Klar, kann man machen. Aber was wir sehen, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die, denen fehlt das Training und das Feeling und der Touch dafür, die Großartigkeit und die Einzigartigkeit, dieses Unique, was ihre Organisation und den Markenkern auch ausmacht, ihre Kultur, das Verhalten, die Werte, wie sie miteinander umgehen, aber überhaupt keine Selbstwahrnehmung darüber, was ist eigentlich die Identität unseres Unternehmens. Und das ist das, was wir unter Employer Branding oder dem Thema Arbeitgebermarke verstehen, dass wir erstmal das Unternehmen dabei unterstützen, diesen Markenkern freizulegen, ne? Nur was von innen glänzt, kann nach außen strahlen, um dann daraus zu überlegen, wie stellen wir das nach außen dar? Was ist eigentlich unser Selbstverständnis? Also was sind unsere Werte? Was ist der Ursprung unseres Seins? Und wer wollen wir überhaupt sein? Wen wollen wir auch überhaupt erreichen? Also bei uns ist das weniger eine Kreation von außen jetzt zu sagen, pass auf, wenn du das so und so machst, dann ist das alles ganz hip und schick und toll. Es steckt in jedem Unternehmen, steckt so eine Einzigartigkeit und Großartigkeit. Und das ist so meine Mission oder unsere Mission, herauszufinden, wo liegt denn dein Unique, dieses Einzigartige, mit dem du heute schon Menschen begeistern könntest, dass die sagen, wow, ist das geil, da muss ich unbedingt arbeiten. So wie Kai beispielsweise, das hatte ich verfolgt in den letzten Wochen, diese Geschichte transportiert hast im Sinne von, uns ist das egal. Hauptsache, du bist großartig, aber wo du sitzt, ist uns eigentlich völlig egal. Ich überzeichne jetzt mal, egal wo auf der Welt, wir suchen dich, weil du bist großartig und wir sind auch großartig und deswegen passen wir zusammen. Also das ist beispielsweise so ein Stück weit das, was ich meine. Ne? Oder das, was Christine Detloff letzte Woche auch erzählt hatte, dieser Purpose. Ne? Etwas, was uns ausmacht, was weit über das hinausgeht, was Fachlichkeiten oder Managed Service oder Produkte Cisco, Microsoft oder sonst was ist, sondern was auf die Ewigkeit sozusagen einzahlt. Das ist das, was sinnstiftend ist, was Menschen begeistert und wo Menschen fühlen, nicht denken, sondern fühlen, wow, das ist geil, das ist eine Party, da will ich dabei sein. Und es aber trotzdem eigentlich für beide Seiten ja relevant ist. Also ich glaube, ihr macht das ja auch für BewerberInnen, weil ja auch da ich für mich mal definieren muss, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und ich glaube, das Ganze kommt ja dann zusammen darin, dass die zwei zueinander passen müssen. Weil es gibt viele Dinge fachlich, die man lernen kann. Wenn die Chemie nicht stimmt, weil irgendwie nicht klar ist, hey, wie ticken die denn, wie tickt der denn, dann ist das halt schwierig. Das kannst du nicht lernen. Also dieses Zusammenpassen, das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, je ehrlicher man das für sich definiert, und ich habe das jetzt gerade in einem Workshop auch hinter mich gebracht, ein Stück weit an der Oberfläche mal ein bisschen freizulegen, umso ehrlicher ist man wahrscheinlich zu sich selber und kann das eben auch rüberbringen bei dem Thema, wie positioniere ich mich denn gegenüber einem Bewerber? Und ja, nochmal, wenn das passt, dann passt's und dann musst du vielleicht nicht diese Zweit-, Dritt-, Viert-Besetzung, die Erich ja auch am Anfang benannt hat, durchführen, weil es, gut, dann kannst du immer noch sagen, passt fachlich nicht, aber die Chemie-Geschichte ist dann zumindest mal ausdekliniert. Also wir geben mittlerweile auf unsere Vermittlung und das ist letztendlich auch Resultat dieser hohen Qualität. Und das ist egal, ob wir das auf Unternehmensseite verstanden haben, was macht die Identität des Unternehmens auf Mandantenseite aus, oder aber auch verstanden haben, was macht die Identität, Motivation und Leistungsbereitschaft auf Kandidatenseite aus. Wenn das matcht, dann wird das auch nachhaltig, wenn es denn gewünscht ist. Da geben wir heute mit Nachbesetzungen bis zu 32 Monate. Also wir haben auch Fehlversuche. Ne? Also in 7% aller Fälle müssen wir die Stellen trotzdem nachbesetzen. Aber aus diesem Wissen heraus, welche Rolle die Identität spielt, egal ob auf Kandidatenseite oder auf Unternehmensseite, sind wir extrem gut in der Lage, das auch matchen zu können. Das ist quasi so dieser Job als Hardhunter, ne? Den du jetzt da beschrieben hast. Ja. Also sehr, sehr spannend, lieber Andreas, lieber Erich. Macht euch bereit. Wer war zuerst da vorher? Erich. Erich.
Also darf der Erich auch anfangen. Erich, es kommen jetzt deine drei Tipps in 60 Sekunden. Achtung. Ich habe nur zwei. Veränderungen fangen im Kopf statt. Machen es wie wollen, nur krasser. So schnell bin ich gar nicht. Kannst du das nochmal wiederholen? Oder? Kann ich es nochmal wiederholen? Nee, alles gut. Alles gut. Also ich habe nur ich war vorbereitet, Tipps. Aber so schnell. Zwei Tipps. Veränderungen finden im Kopf statt. Machen es wie wollen, nur krasser. Okay, ja, das mit dem Hinsortieren in der Regie auch funktioniert. Lieber Andreas Karl, Achtung. Andreas, deine drei Tipps in 30 Sekunden. In 30 Sekunden? Oh, verdammt, muss ich ja Gas geben. Mein Geschäftspartner, Freund Erich Erichsen ist mein Vorbild für das Thema Arbeitgebermarke und ich schätze ihn einmal für seine Innovationskraft, neue Ideen zu gebären, für seinen Mut, die Dinge auch knallhart durchzuziehen und auch zu verteidigen gegen jede Kritik und vor allen Dingen die Fähigkeit, Kritiker, Mitarbeiter, Freunde, Geschäftspartner stets mit einer Begeisterung umzublasen, dass das einfach Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das ist eine Fähigkeit, die ich schätze und wo ich mich freuen würde, dass viele andere Unternehmer sich davon inspiriert sehen. Also Lobgesang auf den Erich, gar keine Tipps, ja, ne? Wunderbar, danke. Ja, das sind alles Tipps gewesen. Muss man nur umsetzen, muss man meinen Namen wegnehmen. Ja, also vielen, vielen Dank. Wie war denn euer Getränk so, lieber Erich? Ja, ich habe meine zweite Dosis Corona fast geschafft. Ja, ich bin immer noch nicht immun. Aber ich bin getestet und bin clean. Andreas, du schenkst dir nochmal nach. Hervorragend, hervorragend. Sehr gut. Der letzte Schluck, Erich kommt ja nicht. Prost. Prost. Also, bei mir fällt auch das zweite Glas. Mal was ganz Neues, Wein, Rosé zu trinken in einer Live-Bar-Talk-Folge. Kann ich absolut nur empfehlen und das Getränk kommt natürlich in die Shownotes. Ne? Wir müssen da über die nächste Woche nochmal reden, Kai. Das geht so nicht. Dringend. Ja, also meine Mango Roots waren tatsächlich extrem fruchtig. Hätte ich gern ein zweites, aber nur das eine. Muss ich ein anderes aufmachen. Aber lecker. Herr Zeisler? Wie immer. Kennen wir ja schon. Ne? I am the winner. Oh, war sehr, sehr lecker. Sehr der Mann schön. Hat Zug. Der war hast gut. Du noch Leute, aber hast tolles. Du noch Leute im Reisebüro? Oder? Nee. Reisebüro ist leer. Die flüchten immer, wenn ich anfange, hier laut durch die Räume zu schreien. War ein guter Wein. Sehr, sehr lecker. Andreas, Erich, war ein super spannendes Thema. Also ich bin mir nicht ganz sicher, 25 Stunden macht mir Angst, aber ich warte jetzt einfach mal ab, bis mein Kollege Patrick das mal umgesetzt hat mit den 30 Stunden und dann ziehen wir vielleicht doch irgendwann mal nach. Und an der Stelle... Wir können 30 am Tag. Erich? Wir können mich gerne buchen als Speaker, ne? Kein Problem. Ja, haben wir doch heute schon. Zwar nur ja, nochmal, jetzt also, euren Veranstaltungen oder sowas, wenn ihr irgendwas Wort habt. Komm mal nach Schwaben in Schwede. Und erzähl euch mal was. Thema mit, das Thema mit der Werbung, das haben wir hier in dieser Sendung tatsächlich nicht im Griff. Ist doch alles klar. Ist doch vollkommen klar. Ich meine, buchen schon kostenlos halt, bei Schwaben natürlich. Ne? Heute an, der Stelle, ja. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis für alle. Wir haben unser LinkedIn Live-Bar-Talk-Forum. Es gibt da eine tolle Gruppe, da gibt es so eine Glocke, die man rechts oben irgendwie anklicken muss. Jetzt habe ich neulich gelernt, dass diese Beiträge besser positioniert werden im Newsfeed. Und lasst uns dort mal über dieses spannende Thema diskutieren mit den noch verbleibenden Zuschauern. Weil tatsächlich die Reduzierung der Arbeitszeit finde ich total spannend, mehr Freizeit oder vielleicht andere Arten des Employer-Brandings, Marketings, ne, Andreas? Also, ich bin da total neugierig und ich will mich da gerne an jeder Diskussion und Live-Hack und Ideenfindung beteiligen. Ich liebe das. Das ist wow, Hammer, mega.
Also dann auf und los, Abo dalassen und bis nächste Woche. Da kommt was, Patrick? Nächste Woche machen wir nicht das Hard Hunting, sondern das Head Hunting tatsächlich mit unserem Gast Fatou. Und da sehen wir mal, wie wir das vielleicht mit dem Employer Branding gar nicht mehr brauchen, weil jetzt haben wir dann ja den Headhunter, der uns die Fachkräfte besorgt. Nein, Quatsch. Natürlich brauchen wir Branding nach wie vor und können aber vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen, weil ja in der IT ist es ja dann leider doch nicht so, dass die Guten auf der Straße sitzen und unbedingt irgendwo weg wollen. Absolut. Ist eigentlich Headhunting und Hardhunting und Active Sourcing alles das Gleiche? Boah, das, da haben wir nächste Woche was zu klären. Das schon. Also, liebe Freunde. Purpose haben wir alle. Der Andreas Zeissler bläst schon. Also, nee, ich sag Purpose haben wir alle. Ne? Also ja, von dem her. Ja. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schönen Abend. Bis dann. Gut. Ciao. Ciao.